Bist du ein Stachel oder gibst du nach? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zu Beginn möchte ich vorlesen aus Apostelgeschichte 26, Vers 14, wo es heißt: Als wir nun alle zu Boden niedergestürzt waren, hörte ich eine Stimme, die mir in der hebräischen Volkssprache zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ja, Saulus, der alte und verlorene Mensch, der sich gegen die Wahrheit auflehnte, indem er den Leib Christi verfolgte, der aber wiederum durch die Gnade Gottes gefunden und zum Apostel Paulus, der viele zum Glauben in Christus Jesus führte, wurde. Nun, war Paulus das in seinem Unglauben bewusst, was er damals tat? Oder war er geblendet vom Herrscher dieser Weltzeit? So findet sich die Antwort in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13, wo es heißt: Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Vergesst nicht, Ungehorsam ist Unglaube. Unglaube ist Ungehorsam. Ja, die meisten Menschen schlagen heute gegen die Wahrheit aus, weil sie vom Herrscher dieser Weltzeit geblendet werden oder wurden. Die Frage ist, wie tief steckt der Karren im Dreck? Wie tief ist der Mensch in Sünde verstrickt? Der eine mehr, der andere weniger. Ja, viele schlagen heutzutage wie Saulus teilweise in Unwissenheit aus und wissen womöglich gar nicht warum. Viele sagen stolz von sich, sie wären Atheisten, aber haben sich noch nie wirklich mit der Heiligen Schrift der Bibel beschäftigt, um überhaupt ein gerechtes Urteil darüber abgeben zu können. Sie lästern den Namen Jesus, obwohl es gar keinen Anlass dazu gibt. Ja, wenn es um Unwissenheit und Unglauben geht, muss ich vor allem an die tägliche Evangelisation denken, wenn ich im Austausch mit überwiegend jungen Menschen bin. Der eine ist offen für die Wahrheit und macht wirklich Anzeichen, die Heilsbotschaft verstanden zu haben, und der andere lehnt es ab und sagt in seinem Unglauben: Es gibt keinen Gott, ich bin Atheist, die Welt ist eine Kugel, wir sind ein Produkt des Zufalls und so weiter. Das heißt, viele Menschen bauen teilweise unterbewusst einen Widerstand gegen die Wahrheit auf, weil die Lüge a. angenehmer ist und mit wenig Verantwortung zu tun hat und b. man muss nicht mit Konsequenzen rechnen. Ja, kein Gott bedeutet keine Konsequenzen, solange bis eben ein einschneidendes Ereignis im Leben eintritt, welches den Menschen, so Gott will, in eine Buße, also in eine Gesinnungsänderung führt, die das Heil mit sich bringt. Siehe Paulus. Ja, von Saulus zu Paulus. Es musste erst was geschehen. Ja, erst in der Drangsal ist der ein oder andere imstande, Buße zu tun. Jene Menschen, die jetzt noch cool von sich behaupten, sie wären Atheisten, werden am Ende sehen, wer das Leben und die Wahrheit ist. Nämlich Jesus Christus. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Ja, dieser Satz verfolgt mich bis heute, vor allem weil ich auch jemand bin, der erst sehr viel später in den Weinberg einberufen wurde. Ich denke oft an die gläubigen Menschen, die seit Jahrzehnten im Glauben verweilen, aber schon stark ausgebrannt wirken, was ihren Wandel in Wort und Tat betrifft. Hier stellt sich für mich die Frage: Waren sie schon immer so lau oder kam das erst im Laufe der Zeit? Haben jene Menschen eine geistliche Veränderung durchlebt oder war es die ganze Zeit nur das typische 0815 Christsein Starterpaket, welches in der heutigen Welt gepredigt wird? Ja, bei den meisten ist es eben leider ein Glaube, der von Generation zu Generation blindlings ohne Prüfung übernommen wurde, ohne zu hinterfragen, ob die Inhalte, die ihnen weitergegeben wurden, auch der Wahrheit entsprechen. Es ist so: Viele Menschen, die sich den verschiedensten Denominationen der heutigen christlichen Welt angehörig machen, folgen zu großen Teilen nicht Jesus, sondern Menschen. Ja, sie schlagen gegen die Wahrheit aus. Nicht, dass sie jetzt andere Christen verfolgen wie Saulus im Ausgangsvers, aber dass sie gemeinsame Sache mit Menschen machen, die im Ungehorsam leben. Einen falschen Jesus predigen, diesen an andere Menschen weitervermitteln und lau in einem Glauben verharren, der am Ende keine feste Wurzel hat. Was ist eine Notwendigkeit für die Führung und Empfängnis des Geistes? Gehorsam! Und bevor dieser Gehorsam kommen kann, muss das Wort Gottes gelesen und verstanden werden. So heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32:
Für diese Tatsachen sind wir Zeugen und auch der Heilige Geist, jetzt wichtig, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Jetzt nochmal der wichtige Hinweis. Ungehorsam ist Unglauben. Und das findet sich auch, oder das bestätigt sich auch in Hebräer Kapitel 3, Verse 17 bis 19, wo es heißt: Und wer waren die Leute, über die er 40 Jahre lang entrüstet gewesen ist? Doch wohl die, welche gesündigt hatten und deren Glieder dann in der Wüste zerfallen sind. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen? Doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten? Wichtig, so sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Erkenne die Parallelen, ja? Welche sich ungehorsam bewiesen hatten und nicht in die Ruhe eingehen konnten infolge ihres Unglaubens. Ungehorsam ist gleich Unglaube. Tja, und das war's auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern, und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort, laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video, euer Christian. Ciao, ciao.